Wenn man so welche Seiten gibt wie auf UGIS oder auf, ich weiß nicht, wo ihr alle drauf seid, wo einfach, wenn ihr eine Sache anklickt, wo 15.000 Werbungen. Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem, ja, Commentary auf meinem Kanal. Ich kann jetzt nicht lange, die ganze Zeit, obwohl ich jetzt in der Zeit jetzt hier nichts spiele, wo ich jetzt hier euch was erzählen werde, nicht die ganze Zeit da reingucken, boah, wie das aussieht. Gerade fokussen, oder? Seht ihr, er hat einen Fokus, das ist schon cool. Da reingucken, weil sonst werde ich verrückt. Deshalb, ihr seht mich jetzt hier so von der Seite, wie ihr mich jetzt gerade seht. Und zwar möchte ich über etwas reden, ich möchte wieder den Commentary Day, so nenne ich ihn jetzt mal, wieder einführen. Ich habe früher sehr viele Commentaries auf meinem Kanal gemacht, also sprich MW3 Commentaries, dann ein bisschen Minecraft Commentaries, weil ich auf Minecraft ja umgestiegen bin vom Game her. Und deshalb möchte ich auch das weiterführen und ist mir gerade spontan so ein Thema eingefallen. Ah ja, das sage ich am besten am Anfang, weil am Anfang die meisten Leute zuschauen und dazu kommen ja auch was zu Zuschauerbindungen und so dieses. Ich habe einen neuen Kanal erstellt, wie die meisten, vielleicht ein paar von euch mitbekommen haben, der heißt PetritTV, den Link in der Beschreibung. Ich kann kurz sagen, was ich da machen werde, da wird Real of Shit kommen, wenn ich irgendwann unterwegs bin mit BTTV oder so, filme ich das, oder wenn ich welche Challenges oder so, irgendwas Privates, also Real Life mehr, könnt ihr den gerne abonnieren. Das wäre schon cool. Und ja, dann fangen wir mit dem Thema an. Und zwar wird es, also den Titel werdet ihr wahrscheinlich Adblock, Werbung, irgendwie sowas haben. Ich möchte über Adblock reden, über Werbung auf YouTube, über Werbeeinnahmen, über, also nicht Einnahmen, aber wie das so läuft und so, was mich stört, was nicht. Und ja, wo fangen wir am besten an? Wie ihr alle wisst, kann man mit YouTube, mit Werbung sein Geld verdienen. Also was heißt sein Geld? Also ich kann jetzt nicht davon leben, ja, um Gottes Willen. Aber kann man, ja, für mich Taschengeld gewinnen, sagen wir mal so. Und jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Adblock, was viele von euch kennen, anhat, wird das natürlich nicht als Einnahme gezählt. Das heißt, wenn du ein Video von mir schaust, das Adblock hat, zum Beispiel klick auf mein Video und du hast Adblock, dann kommt auch keine Werbung. Und dann wird das auch nicht als monetarisierter Klick gewertet, dann kriege ich auch kein Geld. Jetzt sagen wir mal, fragen sich welche, warum machst du so ein Video, Petrit? Viele YouTuber, sagen wir mal so, gehöre jetzt nicht dazu, bin ich ehrlich, geben sich für ihre Videos verdammt viel Mühe. Investieren, equipen, ja gut, ich habe mir jetzt mit YouTube-Einnahmen das Mikrofon hier gekauft, den Popschutz, den Ständer und die Webcam. Wie viel das jetzt gekostet hat, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ich investiere auch schon rein. Ich kaufe mir auch zum Beispiel Outlast, habe ich mir gekauft, habe ich jetzt leider irgendwie, kam ich jetzt nicht mehr dazu, das aufzunehmen. Ich habe im Livestream ein bisschen weitergezockt, aber ich investiere schon. Ich kaufe als nächstes, werde ich mir wahrscheinlich einen zweiten Bildschirm kaufen, um das Schneiden zu vereinfachen. Eine Kamera habe ich, für Real-Life-Videos eine gute. Im Moment brauche ich jetzt nicht so was Besonderes für YouTube. Also ich investiere schon so in Games und so, wenn ich mir was anderes anzocken möchte, schon vom YouTube-Geld. Also jetzt nicht von der eigenen Kasse, sondern von YouTube, was ich dann so kriege. Und wenn man, das finde ich ein bisschen blöd, wenn man so welche Seiten gibt wie auf UGIS oder auf, ich weiß nicht, wo ihr alle drauf seid, wo einfach, wenn ihr eine Sache anklickt, wo 15.000 Werbungen euch, ja, in den Kopf, also auf dem Bildschirm, wie nennt man das? Ja, aufploppen, dann verstehe ich, dass man keinen Bock mehr drauf hat und dass man dann Adblock anmacht. Guck mal, ob ich übersteuere. Nee. Aber bei YouTube, da kommt, wo nervt denn euch hier Werbung an den, Seiten? Hier ploppt nichts auf, ihr klickt ein Video an, das geht dann irgendwie. Es gibt ja, ich habe ja auch kein Adblock drin. Es geht in Spots, die gehen 20 Sekunden. Was sind 20 Sekunden? Du machst das Video an? Ne, sind 20 Sekunden. Kannst du ein bisschen Wasser trinken. Und ein bisschen durch die Gegend gucken, auf die Uhr schauen und dann fängt das Video schon an. Da hast du ein Video, was über 10 Minuten meistens geht oder mindestens 5 und dafür offerst du 20 Sekunden. Also ihr könnt, was ich sagen will, macht diesen Scheiß einfach aus. Viele YouTuber, die leben davon. Klar. Und für die, die sich verdammt viel Mühe geben, wisst ihr, für die soll sich das auch lohnen. Dass die dann auch nicht irgendwie
von, es gibt ja welche, habe ich gehört, die haben irgendwie, bei denen haben so viele Adblocker an, irgendwie über 70%, was bleibt denn da noch übrig, wo soll denn die Investition ankommen, vor allem wenn man irgendwie so etwas kleinere YouTuber ist, da kriegst du ja 0 Cent, 0, nix, wenn da so viele Adblocker an haben. Bei größeren, wenn du jetzt zum Beispiel Gronkh als Beispiel nimmst, wenn da irgendwie 70% Adblocker an haben, der zum Beispiel kriegt trotzdem genug, aber immerhin, sagen wir mal so. Aber so etwas kleinere YouTuber, da bleibt gar nichts mehr übel, hast auch kein Taschengeld mehr. Also, wenn ich gucke, bei mir, Social Blade, wenn jetzt zum Beispiel 80% Adblocker haben, dann bleibt gar nichts mehr übrig. Nix. Wo soll ich denn rein investieren, Leute? Ich möchte mir auch demnächst, wenn es gut läuft, ein besseres Mikrofon kaufen, wahrscheinlich. Was noch teuer ist, seht ihr. Damit die Soundqualität noch geil anhört. Ich habe zwar noch ein Mischpult, weil das habe ich jetzt ohne Mischpult. Ich habe Mischpult drüben. Dass ich das dann mit Mischpult zusammentun, da kannst du es besser einstellen. Das ist die Qualität noch geiler. Das hört sich perfekt dann an für euch. Und wenn dann ein bisschen Hintergrundmusik da dabei ist, dann ist perfekt. Und ich zum Beispiel, also ich weiß nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Außer, dass im Hintergrund Gameplay laufen wird. Macht die Kacke aus. Wer das erfunden hat, der gehört gekreuzigt. Ist halt fast scheiße. Auf so Seiten, behinderte Seiten wie irgendwelche Porno-Seiten oder tut mir leid, irgendwelche, wo ihr Filme guckt, auf nicht, ja, so Movie 4K oder so. Macht die, da könnt ihr von mir aus, also da ist es wieder so, wo ist denn, wofür soll man das denn unterstützen, bitte? Da ist keine Arbeit drin. Wofür unterstütze ich das? Bei YouTube-Videos, bei YouTube-Produzenten, ist in jedem Video Arbeit drin. Und glaubt mir, so Leute, die Vlogs, also wirklich gute Videos, Real-Life-Videos machen, so Konzepte, oder auch Let's Player jetzt wirklich, ich bin gerade im, ich habe Ferien und ich komme mir nicht hinterher. Ich weiß auch nicht warum. Und deshalb wäre ich dankbar, wenn ihr die Kacke ausstellen würdet, auch nicht nur bei mir, bei allen YouTubern, bei jedem, den ihr gut findet, den ihr unterstützen möchtet. Macht einfach oben, ich weiß nicht, wie das geht, weil ich das Ding eigentlich gar nicht benutze, YouTube zu Ausnahmen, Seiten hinzufügen, dann ist das da aus. Ich hatte jetzt auch fürs Commentary jetzt kein anderes Thema, was mir spontan einfiel, das Spiel mir jetzt. Das fällt eigentlich jedem YouTuber mal ein, so dieses Thema, weil man sich auch wirklich, ich finde, darüber manchmal aufregt, wie viele schon heutzutage Adblock anhaben. Keine Ahnung, warum. Also ich finde, 5 Sekunden, ihr seht, die meisten kann man ja überspringen, kann man warten, manchmal halten sie alle 20 Sekunden und da kann man, finde ich, auch noch warten. Also rechts hier ist eine Werbung hier am Video, sehe ich gerade bei mir jetzt, ein kleiner Balken, der nervt doch nicht, also kann man Vollbild machen, dann hast du gar keine Werbung an den Seiten, du wartest ab, fertig, alles sauber. Lange. Ich bin schon bei 8 Minuten. Was kann man denn noch sagen? So, im Fernsehen zum Beispiel ist das ja so. Kennt ihr alle? Ihr guckt euren Lieblingsfilm im Free TV und dann seid ihr. Oder nee, ich gucke einen neuen Film, der aber geil ist. Schon bei den ersten 20 Minuten feiert ihr den Film so hart. Und auf einmal so kommt die heftigste Stelle, ne? Gleich passiert ein Wendepunkt oder irgendwas, was das noch heftiger macht. Und dann kommt Werbung und dann, 15 Minuten Werbung ist schon viel. Im Gegensatz zu YouTube, was 5 Sekunden bis 20 Sekunden sind. Wie ihr merkt, fällt mir auch jetzt nichts Großes dabei, also zu dem Thema mehr ein. Ich fände es noch nett, wenn ihr bisher hingeguckt habt. Da würde ich, schreibt mal in die Kommentare, Hashtag Anti-Adblock. Und es wäre cool, wenn ihr schreiben würdet in den Kommentaren, ob ihr Adblock noch benutzt, ob ihr es Adblock nicht mehr benutzen wollt oder ob ihr Adblock nie benutzt habt. Seid mal ehrlich und schreibt mal in die Kommentare. Ich werde jetzt auch nicht so, wenn einer schreibt, ja, ich benutze noch Adblock und nach diesem Video werde ich weiterhin leider Adblock benutzen. Also mir kann es eigentlich egal sein im Endeffekt und ich kann auch nichts dagegen tun. Wenn er das machen möchte, ich werde auch nicht so irgendwie den irgendwie nicht mehr mögen. Der kann das machen. Aber ich fände es nur nett, wenn ihr das wirklich ausstellt, meine Freunde. Denn ich finde so,
eher ein paar von euch, die mich abonniert haben, zum Beispiel bei Kennst du das, sind sehr viele aktiv. Für meine Größe und für einen Let's Play-Kanal ist das wirklich krass. Und viele mögen auch die Videos. Also zum Beispiel, was kennst du das? Und für diese Mühe oder für, was heißt allgemein, für das Entertainment sollte man das schon ein bisschen schätzen. Also die Aufmerksamkeit, die ihr mir schätzt, also die mir schenkt, die weiß ich so schätzt, aber mit so, dass man ein bisschen unterstützt, weil Leute, ich krieg jetzt nicht das super Para, also das super Geld, ne? Nicht so, dass ich jetzt sage, oh, der macht das Video nur, damit er hier selber davon leben kann. Ich kann mit ihm sowieso, auch wenn ihr alle Adblock ausmacht, kann ich davon eh nicht leben. Ich sag nur so, dass ich da wenigstens ein bisschen rein investieren kann, die Zeit, die ich da reinstecke, durch irgendwie, dass ich da was davon habe, weißt du, ich habe davon. Bis jetzt habe ich wirklich, um ehrlich zu sein, nicht viel verdient damit. Und ich habe das wirklich seit 2 Jahren, Leute, einfach auch Spaß gemacht. Und mir macht das weiterhin Spaß, weil ich kann mich zum Beispiel beim Let's Play, Singleplayer-Let's Play, da habe ich aufgehört, weil ich einfach keine Lust hatte. Und viele, die mich lange abonniert haben, wissen, dass wenn ich keinen Bock auf YouTube habe, dann höre ich, also mache ich einfach eine Pause. Manchmal kündige ich das auch gar nicht an, aber ich war ich mal 3 Monate nicht mehr aktiv, weil ich einfach keine Lust hatte und, da hätte ich trotzdem so ein bisschen Taschengeld davon bekommen, weißt du? Und deshalb. So, meine lieben Freunde, ich würde mal sagen, mehr fällt mir auch dazu nicht sein. Lasst wie immer einen Daumen to the top, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, einen Daumen to the bot. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wahrscheinlich kennst du das, wird das nächste Video sein. Ich hoffe, ihr freut euch und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.